passiert, ich habe meine Assistenten mitgebracht. Der Spannungsbogen wurde ja gerade schon sehr groß gespannt, deswegen kann es jetzt nur noch bergab gehen. Vor allen Dingen auch, weil ich heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin und einen langen, harten Haftsprung habe. Aber ich bin hier, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich auch, dass so viele hier sind und ich hoffe, dass in den 12 Minuten zumindest noch eine Person hier irgendwas mitnimmt, was ihr oder ihm quasi weitergeht. Vom Stab zum Sternchen, interessanter Titel hoffentlich. Wird sich gleich auflesen, woran das liegt. Und es gibt heute 3 Talks. Es geht quasi um Digitalisierung. Der Henning wird ein bisschen mehr um Digitalisierung im Kontext von Unternehmen sprechen. Der Severin ein bisschen mehr um das Thema Technologie und Change, ja, der damit zusammengehört. Und ich habe mir gesagt, ich mache dann eben was ganz anderes, eine ganz neue Perspektive. Die betrachte ich ein bisschen mal mehr aus der persönlichen Perspektive. Weil Digitalisierung ist ein Thema, was mich schon immer begleitet hat und was in meinem Leben auch ein paar Kreuzungen entscheidend geprägt hat. Wer bin ich? Das funktioniert jetzt nicht. Wir klatschen dann einfach langsam. Wer ist aber? Wer ist gar nicht? Halte doch mal die Zeit an. Ja, genau, halte doch die Zeit an. Das ist okay. Oder ich nutze sie. Ich weiß ja, was es noch kommt. Jetzt geht's. Bleib mal in dem Modus, genau. Digitalisierung. Also, es gibt den Lefty 1.0 links und den Lefty 2.0 rechts. Und ich glaube, das ist ein Thema, was vielleicht den einen oder anderen hier auch beschäftigt. Ja, was will ich eigentlich so in meinem Leben machen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Mache ich genau das, wofür ich eigentlich geboren wurde? Ja, folge ich meiner Berufung oder nicht? Der Linke, der hat ein BWL-Studium beim Daimler gemacht, ganz bodenständig, geprägt durch seine Eltern mit Migrationshintergrund. Mein Vater ist mit 17 Jahren nach Deutschland gekommen. In seinem Koffer war drin ein Hemd und eine Hose. Die waren verknotet, als er hier angekommen ist. Und in der Firma, in der er angefangen hat zu arbeiten, ist er auch 40 Jahre später in Rente gegangen. Diese Werte habe ich mit auf den Weg bekommen. Scharfe Häusle bauen, Sicherheit geht vor, bloß kein Risiko und guck, dass du viel Geld auf die Seite packst, um irgendwann mal ein schönes Leben zu haben. Das war die Prägung. Die hat aber dazu geführt, dass ich ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen, auch beruflich, die nicht wirklich dazu geführt haben, dass ich das Maximum an Zufriedenheit und Glück verspürt habe. Im Gegenteil, so Anfang, Mitte 20 hatte ich eher depressive Züge. Aber, wie ihr seht, gibt es den Lefty 2.0 auf der rechten Seite. Ich habe nach der Zeit beim Daimler, wo ich im Übrigen so im Brand Communications Bereich tätig war, erst Sportmarketing, klassische Werbung für Print- und TV-Kampagnen, also schönes Oldschool-Marketing, habe ich den Social-Media-Bereich für Mercedes global aufbauen dürfen und war der erste Social-Media-Manager für Mercedes-Benz und das zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Mercedes war nach Adidas die zweite Marke aus dem DAX, die im Prinzip auf Facebook aktiv war. Das habe ich gemacht bis Ende 2010 und dann habe ich tatsächlich diesen Absprung gewagt. Und das ist insofern wichtig, weil ich glaube, viele Menschen sich ja auch fragen, was möchte ich eigentlich gerne machen, egal ob man jetzt Teil eines Unternehmens ist und vielleicht Ideen hat, die man einbringen möchte oder Ideen hat, die man selber auf den Weg bringen will als Unternehmer. Ja. Und ich habe mitgebracht 3 Gedanken und zu jedem Gedanken auch ein Hack. Und von da hoffe ich, dass was für jeden dabei ist. Und ich möchte anfangen mit dem Thema, ob ihr euch wirklich diese Frage schon mal bewusst gestellt habt, euch zu beantworten, wenn ihr in den Spiegel schaut, wer ihr wirklich, wirklich seid. Und ob das, was ihr heute lebt, auch genau der Person, die ihr sein möchtet, auch entspricht. Oder ob euch Dinge schönredet, weil es einfach komfortabel ist, weil es alle so machen, weil es die Eltern erwarten, die Gesellschaft, der Freundeskreis, weil es hier in Baden-Württemberg insbesondere so komfortabel ist, beim Weinlauf weiter zu bleiben und sein schönes, sicheres Gehalt abzugreifen. Und ich glaube, es ist super wichtig, viel Zeit da rein zu investieren, weil nur wenn man sich selber kennt, kann man auch wirklich seinen eigenen Weg gehen. Und dazu gehört es eben, mit seinen Stärken sich auseinanderzusetzen, aber auch mit seinen Schwächen. Und das war ein Thema, was eben bei mir dazu geführt hat, dass ich quasi diesen Absprung weg aus der Sicherheit gemacht habe, in die Unsicherheit, aber danach mich viel, viel besser gefühlt habe. Und das ist der erste Gedanke. Kennt ihr euch wirklich? Seid ihr ehrlich zu euch? Und der Hack dazu, es
sehr viel Literatur. Und Literatur ist etwas, was man sich gönnen und leisten kann. Es ist aus meiner Sicht sogar eigentlich eine Riesenchance, man sagt ja so, auf den Schultern von Riesen zu stehen und ein bisschen aus deren Perspektive zu gucken. Es gibt sehr viele schlaue Menschen, die sich die Zeit genommen haben, Dinge, Erfahrungen niederzuschreiben. Und das sollte man anfangen. Ein Buch, mit dem ihr anfangen könnt, ist zum Beispiel von Porter Gale, Your Network is Your Net Worth. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, wie werde ich super reich, sondern es geht darum, euch auch mit euch selber auseinanderzusetzen. Ein ganz simples Modell, das hier auf der linken Seite drauf ist. Und das würde ich jedem mal mitgeben als kleine Hausaufgabe fürs Wochenende. Hockt euch mal hin, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit und schreibt mal die drei Dinge auf, die euch am meisten Spaß machen, die euer Herz schlagen lassen, die eure Leidenschaften sprengen, für die ihr sogar euren ganzen Tag investieren würdet, egal ob ihr dafür bezahlt werdet oder nicht. Sammelt diese Punkte, legt die mal übereinander und guckt mal, ob es da irgendwie so ein Overlap gibt, so eine Überschneidung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn ihr eurem Leben ein Adjektiv verpassen würdet, wie würde das lauten? Innovativ, freundlich, empathisch, sympathisch, Arschloch oder wie auch immer, wenn es kein Adjektiv. Und guck mal, was dabei rauskommt. Das ist mal Hack Nummer 1. Ich glaube, das ist das beste Investment, was ihr jemals machen werdet. Jeder Euro, den ihr in euch selber investiert, ist super angelegt und hat einen Return auf Lebenszeit. Zweiter Gedanke. Wir sind soziale Wesen, nicht nur weil aufgrund unserer menschlichen Natur, sondern auch immer dann, wenn wir was erreichen wollen, können wir alleine wenig erreichen, gemeinsam aber sehr viel. Denkt an Tandemfahren, denkt einfach an große Herausforderungen, große Leistungen, wo am Ende des Tages vielleicht einer startet, aber daraus ein Team Spirit wird, eine Community. Und egal, was ihr erreichen wollt in eurem Leben, ja, egal ob intern in einem Unternehmen oder mit eurem eigenen Startup, ihr müsst Leute erreichen. Und es ist zu spät, erst dann euer Netzwerk aufzubauen, wenn ihr diese Leute braucht. Und mein Rat an euch, konzentriert euch darauf, wirklich Wert zu stiften, wirklich ein Netzwerk aufzubauen, frühzeitig und nicht erst dann auf Leute zuzugehen, wenn ihr sie wirklich braucht. Hack dazu, das ist eine Geschichte, die vor einigen Jahren passiert ist. Rechts unten seht ihr den Herren, das ist Ted Rubin, the most followed CMO on Twitter. Das ist ein sehr, sehr cooler Typ, sehr laut und der kennt sich so ein bisschen aus im Bereich Social Media und wie man sich da am besten vermarktet. Und ich habe sein Buch gelesen, das heißt Return on Relationships. Und als ich dieses Buch gelesen habe, sehr viel für mich mitgenommen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, Social Media, Autor, warum schreibe ich nicht einfach auf seine Facebook-Seite und guck mal, ob er reagiert. Das habe ich tatsächlich gemacht, während ich das Buch, die letzten Seiten des Buches beim Radeln im Fitnessstudio fertig gelesen hatte. Schreib, er reagiert. So, dann bin ich plötzlich im Dialog mit diesen Menschen. Und dann ging es darum, South by Southwest findet immer im März statt in Austin, da gehe ich eigentlich jedes Jahr hin und habe gefragt, ob er zufällig dort ist. Und hat es bejaht, hat aber gesagt, Terminkalender voll, keine Chance. Da habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich für diesen Menschen eigentlich Wert stiften? Da habe ich ihn gefragt, hey, wie kommst du eigentlich vom Flughafen zum Hotel? Und er so, ich weiß nicht. Ich so, ich hole dich ab, ich bringe dich zum Hotel. Was ich damit sagen will, versucht wirklich euch zu überlegen, wie ihr Wert stiften könnt für euren Gegenüber. Und ich habe dann noch einen draufgepackt, als ich ihn abgeholt habe. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, wie ist er so drauf, was postet er so. Und einer seiner Running Gags, sein Personal Branding ist, dass er sehr auffällige Socken trägt und die auch immer inszeniert, also fotografiert, egal ob er im Flugzeug sitzt, auf der Bühne ist oder wie auch immer. Also bin ich auf dem Weg zum Flughafen ins nächste Macy's rein und habe der Verkäuferin gesagt, ich habe es eilig, ich brauche jetzt das hässlichste Paar Socken, was ihr am Start habt. Und zwar sofort. Sie hat mir entsprechend diese Socken verkauft. Die habe ich schön verpackt, auf dem Beifahrersitz platziert. Ich hole Ted Rubin ab, wir steigen ins Auto, esse die Tüte, will sie nach hinten packen und sagt, nee, das ist für dich. Er guckt rein und dreimal durfte raten, was dann passiert ist. Er hat sich natürlich sehr geehrt gefühlt, dass ich mir diese Mühe gemacht habe, etc. pp. Und aus, ich habe keine Zeit für dich, wurde, was machst du heute Abend? Ich lade dich auf unsere Party ein. Und aus diesem ganzen Thema ist ein Interview entstanden und so weiter und so fort. Ich kann ihn jederzeit anrufen heute und er würde mir helfen mit Intros und so weiter und so fort. Botschaft, also ist zumindest das, was ihr einem jemandem anbieten könnt, ein bisschen abzuholen, irgendwo abzuliefern, also dann spart er sich Taxigeld oder wie auch immer, Zeit und ihr habt schon die Chance zu pitchen, euch vorzustellen und eine Connection zu machen.
Letzter Gedanke. Ja, es geht im Prinzip darum, worauf wartet ihr eigentlich? Also mit dem, was in euch brennt, ja, worauf wartet ihr auf den Tag, wo wirklich sicher ist, dass nichts schief gehen kann? Wartet ihr darauf, dass jemand kommt, euch alle an der Hand nimmt? Ich glaube, es ist super wichtig, dass man einfach aktiv wird und loslegt und mal guckt, was passiert. Und es gibt diesen Spruch, ja, vielleicht ein bisschen ausgelutscht, aber ich glaube sehr fest dran. Und ich werde es auch gleich beweisen an meiner eigenen Story. Das Glück des Tüchtigen, ja. It takes a long time to become an overnight success und so weiter und so fort. Das heißt, ihr müsst erstmal diesen ersten Schritt machen, euch in die richtige Richtung bewegen, damit überhaupt diese Chancen auch entstehen können. Und ich möchte hier eine Aneinanderreihung von Dingen erzählen, die passiert sind, weil ich diesen ersten Schritt gemacht habe, weil ich auch mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt habe, weil ich mich getraut habe. Die Geschichte fängt links oben an. Brian Solis, der heute übrigens in Berlin ist, ist ein Vordenker im Social-Media-Bereich, Digitalisierung, wirklich ein Leader, der mich selber auch inspiriert in meiner Arbeit bei Mercedes und danach. Und der hat mitgekriegt, was ich da für Mercedes gemacht habe. Und ich habe eine Reise nach San Francisco vor mir gehabt. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben gesagt, hey, es wäre cool, wenn wir uns mal unterhalten können. So. Ich habe natürlich zugesagt, bin an den vereinbarten Ort gegangen. Das war komischerweise ein Theater. Lauf dann rein, Spotlights, Stage-Situation aufgebaut, Kameras. Und ich so, Moment mal, wollten uns doch nur unterhalten. Ja. So, ihr kennt, wie es bei großen Konzernen eigentlich läuft, Kommunikationsprokura und so weiter und so fort. Da muss ja irgendwie durch 10 Hierarchien, wer was sagen darf. Und ich stand quasi vor dieser Situation, was mache ich jetzt? Und ich habe es einfach durchgezogen. Dieses Video kam auch sehr, sehr, sehr gut an. Es haben mich sehr viele Leute dazu angesprochen, übrigens auch meine Chefin. Sie fand es nicht so cool, aber das hat mich so ein bisschen auf die Map gebracht. Also ich habe gesagt, okay, scheiß drauf, ich muss jetzt loslegen. Durch dieses Video hat mich Nathaniel Hansel wahrgenommen, hat mich auf Facebook angeschrieben. Damals habe ich mich eigentlich dafür entschieden, Facebook und Geschäftliches und Privates zu trennen, wollte auf Facebook eigentlich nicht so wirklich Business machen, hat mich aber jemand angesprochen, ich habe darauf reagiert und er hat mir quasi weitere Türen geöffnet, hat mich zur Online-Marketing-Konferenz nach Athen eingeladen, wo ich zum ersten Mal von mehreren hundert Menschen präsentieren durfte. Und das war dann wohl so gut, dass quasi einmal das Feedback der Teilnehmer sehr gut war. Ich hatte 4,6 von 5 Punkten und das waren Google, Microsoft, Yahoo da. Und ich meine, das war meine erste Präsentation, ich habe mir voll in die Hose gemacht, das war auf Englisch und so weiter und so fort. Ich habe es aber gemacht und habe mir halt überlegt, wie kann ich Wert stiften in diesen 40 Minuten, die ich habe. Das habe ich reingesetzt, das kam bei den Leuten auch an. Und dann war für mich so ein bisschen die Erkenntnis, hey, die kochen ja alle nur mit Wasser und scheinbar kann ich meine Dinge vermitteln. Das hat dazu geführt, dass ich dann quasi auf der Titelseite von der Marketing-Video in Griechenland war. Das hat dazu geführt, dass ich ein Fernsehinterview bei so einem Nachrichtensender wie NTV in Griechenland hatte. Und das hat wiederum geführt, dass ich Teil der Social-Media-Jury in Griechenland bin. Ja? Was ich damit sagen will, ist nicht, dass ich irgendwie toll bin oder sonst was. Hier geht es nur darum, man muss einfach loslegen. So, und mein Hack für euch, ihr habt den ersten Schritt heute schon getan, ihr seid hier, wollt euch inspirieren lassen, ihr wollt was lernen. Es gibt allein in dem nächsten Monat Gründergrillen, Startup Lunch, Startup Weekend und auch die Elevator BW Pitches. Geht dahin, trefft die Leute, versucht über das, was euch antreibt, zu sprechen, euch zu vernetzen, legt los. Und wer Unternehmer werden will oder ein Startup gründen will und noch keine Idee hat, die habe ich auch mitgebracht, eine Idee for free, ich möchte aber immer noch eine Minderheitsbeteiligung. Görkels. Moment. Görkels. Görkels. Ich habe eine Frage. One more thing übrigens. Ich bin von Smoop. Wir machen Messaging as a Service. Und wer sich dafür interessiert, kann mich gerne anschreiben. Jederzeit. Zum Beispiel über Smoop, Smoop/Lefty, in den mobilen Browser eingeben, mit mir vernetzen und mir Fragen stellen. Aber jetzt bin ich ja noch zu euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.